Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 21. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, es ist soweit. Tag 28, 21.36 Uhr. Ich habe jetzt noch ein bisschen was vorbereitet. Habe soweit alles fertig gemacht. Inventar soweit sortiert. Bisschen Munition. Ich hoffe, es langt. Aber rein theoretisch müsste es langen. Ich habe ja noch was zu essen geholt. Nochmal alles durchgeschaut. Es müsste eigentlich alles laufen. Trinken. Es müsste eigentlich alles laufen, alles soweit gehen. Die Zäune habe ich ausprobiert, die funktionieren. Ja, ich bin gespannt. Die Horde 28, ja, was da auf uns zukommt. Wir sind mittlerweile auch Level 63. Also da geht schon was. Level 63, wir sind schon Game Stage 102. Dürften noch keine Demolisher kommen. Da dürften noch keine kommen. Ich glaube erst bei 120 oder 150. So. Bei 55 machen wir den Hobel an. Hochgeklappt Hammer. Safe ist alles. Hoffe ich. Ich habe alles dabei. Ich bin gespannt. So. 55. Einschalten. Nachtanken. Klappe zu. Affe tot. Die Schnitzler schnitzeln. Da rotiert es auch ganz wild. Hier auch. Ich bin gespannt. Zwei Minütchen. Eins. Und Action. Boah, es ruckelt schon. So, wir sind gespannt. Wo kommen sie? Es ruckelt auf jeden Fall heftig gerade. Da sind schon die ersten da. Sehr gut, die Zäune halten sie schon mal auf. Der Schnitzer ist auch mit dabei. Schießen ihm mal die Beinchen weg. Hier unten wird fertig geschnitzelt, sehr geil. Der Schnitzler hier ist... Macht der überhaupt was? Ja, ein bisschen, ne? Geht auf jeden Fall schon gut los, ey. Oho. Geil, ist noch keiner am Start. Sauber, die Hawkschnitte. Der sitzt so hoch, der Schnitzler, oder? Bin mir echt unschlüssig. Ich seh's auch schlecht. Jawohl, da ist er. Der erste gelbe Sack. Oh, da kommt schon mal ein Army-Typ. Komm ich da hin? Macht mir nicht mal Zeug kaputt. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Gerade drüber nachgedacht. Warum? Sehe ich von hier was? Haut ab, ihr Geier. Ist er der Drecksack, der Elende. Ich sehe doch hier sein Schattenbild. Ja, der ist sich reingeglitscht wie Sau. Wir denn mal, oder? Hä? Warum? Hör doch mal auf! Ist einfach da dran, hauen die Schweinchen, die kleinen Dreckigen. Oh, nein, ich will nichts reinschreiben, weil ihr keiner da zum Schreiben. Was soll denn das? Ach so! Scheiße! Jetzt sehe ich das erst. Ach nein! Hä, wann ist das kaputt gegangen?
Wir sind das kaputt gegangen, habe ich gar nicht gesehen. Hä? Ist da einer explodiert drauf oder was? Ich glaube, ich habe das erst repariert gehabt. Okay, das habe ich nicht gesehen. Okay, dann sollten wir es vielleicht für uns bauen. Ich glaube, das wäre geschickter, wenn wir das ganz bauen für uns. Oder von uns. Wenn wir dann alles aus Beton bauen, hier die ganze Strebe am besten. Huch! Alter, hat immer den Kopf abgesemmelt. Ja, okay, ich habe das nicht gesehen. Huch! Ich habe das nicht gesehen, dass das hier kaputt war. So blind muss da auch erstmal sein, ey. Das haben wir schon nicht gesehen. Orb. Pleite Geier. Hab ich das mit der Schrotze weggeballert oder was vielleicht? Es kann natürlich sein, dass ich es mit der Schrotze weggeballert habe. So eine Maschine bin. Hopp, hopp. Wenn so ein Military-Typ kommt, wie immer, so ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, es ist schon geschickt, wenn wir umstellen auf Überlebender. Irre habe ich noch ein bisschen zu viel Schiss. Aber Überlebender, denke ich, können wir machen. Bop, 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 bop. Der Schnitzel übernimmt den Rest. Schon irgendwas hier kaputt. Erstmal kurz durchlaufen. Alles noch heile. Den können wir ein bisschen. Hier wird hart geschnetzelt. So, dann gucken wir mal hier kurz, ob alles passt. Das passt. Der eventuell ein bisschen. Der passt soweit. Passt alles. Sehr geil. Es ist halt schon geil, wenn du so ein Ding hast, das eigentlich so komplett autark läuft, wo du eigentlich nichts machen musst. Das ist schon geil, ne? Wo du immer nur ein bisschen aufwerten musst zwischendurch. Aber ansonsten nichts großartig machen muss. Gut, hier unten ist natürlich schlecht. Hier unten kommst du nicht hin, aber... Und den da vorne würde ich bestimmt auch hinkommen. Wenn ich da oben drauf stehe. Da kommen die kleinen Schweinchen. So, unten ist ausgefallen. Unten haben sie was kaputt gemacht. Der Zaun ist weg. Ist aber nicht schlimm. Wir sind hier vorbereitet. Wir sind hier doch vorbereitet. Der da drüben macht Zicken oder was? Ist auf der anderen Seite, oder? Nee. Und der macht hier... Der meckert hier rum. Aber wir waren doch gerade drüben. Wir waren doch gerade drüben. Wir gucken, wir lassen uns nicht stressen. Ab und zu ballern wir mal rüber hier. Schubsi übernimmt ja auch noch was. Sieht aber gut aus. An dich kommen wir nicht. An dich kommen wir ran. Aber das bringt überhaupt nichts. Nee, den muss ich woanders hinsetzen. Der bringt so nichts. Der bringt so leider nichts.
Der bringt so leider überhaupt nichts. Schade, was mit euch denn? Auf, wenn ihr alles kaputt geschlagen. Ne. Den müsste ich, wenn dann, vielleicht rechts oder links daneben setzen. Warum meckert er die ganze Zeit da drüben? Das verstehe ich nicht. Aber überlastet kann der Stromkreis eigentlich auch nicht sein. Okay. Keine Ahnung, vielleicht macht es einfach jetzt. Ist es neu? I don't know. Weiß es nicht. Kannst du nicht sagen, woran es liegt. Zack. Ich glaube, ich hab hier Schweine. Oh, die Mutti. Mutti ist hart im Leben. Captain Schwabbel ist auch dabei. Ne, Captain Schwabbel ist der andere. Captain Schwabbel ist der Kopf. Was bewegt euch eigentlich dazu, gegen Wände zu schlagen? Das ist der Frust. Die Frustriertheit. Die absolute Frustriertheit. Bis jetzt noch keiner bei Schubsi vorne war. Oder einfach nur. Naja, egal. Ich wollte jetzt wieder ganz was anderes sagen, aber nein. Ich sage es nicht. So, wir haben schon 0 auf 24. Wahnsinn. Hast du ja gelegen da unten Asche rum? Sehr gut. Boah, Alter, schön Kopf abgeballert, ey. Schieß dir ein drittes Nasenloch, Freundchen. Zack. Ein Haufen Army-Typen kommen auf jeden Fall. Ein Haufen Militaries sind auf jeden Fall da. Okay. Drüben ist kaputt. Gucken wir, ob ich hier erst noch was reparieren kann. Hier kann ich nichts reparieren. Ich müsste eigentlich. Oh. Sag ich doch, müsste eigentlich rankommen. Sehr geil. Feier ich gerade ein bisschen. Du läufst auch einwandfrei. Sehr geil. Sauber. Also, kann man gut gemacht, dass wir hier alles aufwerten können. Finde ich schon mal geil. Da unten brennt einer. Warum brennt der? Hat da einer gebrannt gerade? Hä? Okay. So, Wahnsinn. Oder noch ein paar Geschütze oben drauf setzen und alles, können wir fast eine AFK-Base draus machen. AFK-Base draus machen. Grüße mal an. Ich brauche eigentlich nicht immer schießen. Hier, das machen wir noch aus, da müssen wir aufpassen, da fallen die Dinge wahrscheinlich runter, ne? Ich kann noch aus Beton machen. Gucken, ob wir die aufwerten können. Ich glaube nämlich nicht. Und damit müssen wir aus Stabilisierung Platten unten drunter legen, dass wenigstens das Stück hier bleibt. Also wenn die nicht hier alles kaputt schlagen würden, ne? Müsste ich nicht immer mehr schießen. Krass ist das denn? Feier ich gerade ein bisschen. Feier ich gerade ein bisschen sehr. Mit ihm.
Exau. Hört aber auch nicht auf, ne? Wir könnten auch eigentlich die Zombie-Zahlen ein bisschen höher stellen. Ne, wir stellen jetzt erstmal auf Überlebenden. Damit die Zombies ein bisschen härter werden. Und dann gucken wir mal, ob wir dann die Zombie-Anzahl für die nächste Horde noch ein bisschen hochstellen. Können wir eigentlich mittlerweile geschützt werden? Schrotflintengeschütztürme können wir auf jeden Fall schon. Das ist natürlich geil. Die anderen noch nicht, aber Schrotflintengeschütztürme. Können wir da zum Beispiel hier vorne zwei hinstellen? Hör jetzt mal auf. Und hier oben noch eins. Das ist gar keine schlechte Idee, ne? Das ist echt gar keine schlechte Idee, wenn du hier rechts und links eins draufstellst, das nach da und da ballert. Hier oben eins, wenn sie hier durchlaufen. Das ist natürlich echt keine schlechte Idee. Oh, ich habe schon wieder geile Ideen. Feier's gerade ein bisschen. Nächste Horde. Geschütztürme. Es hilft alles nichts. Es wird ja nicht weniger, ne? Es werden ja nicht weniger Zombies. Es werden eher mehr. Hier ein bisschen aufhalten. Hier, was wird hier unten? Du läufst auch einwandfrei. Du kannst immer wieder ein bisschen Aufwertung vertragen. Hi! Hallo! Könnten Sie bitte unterlassen, hier gegen meine Wände zu schlagen? Die Zäune werden auch echt wenig verschlissen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Die haben wenig Verschleiß, obwohl ein guter Durchlauf ist. Hi! Sag mal. Alter. Bam, 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 bam. Schubsi, du hast noch nichts zu tun gehabt, oder? Ist ja überhaupt schon irgendjemand geschlagen? Nee. Na gut, wenn die Demolisher da sind, dann ist wieder vorbei, ne? Dann haben wir wieder andere Probleme. Aber solange die Demolisher noch nicht da sind. Komm, Schubsi, der ist für dich. Der ist für dich. Komm. Jawohl, Schubsi. Sehr gut. Sauber, Schubsi. Komm, einen kriegst du noch. Jawohl, sauber. Was ist denn mit euch? Das war der, kein Warnmal, der da unten. Alter, ein Haufen Säcke sind hier. Komm, einen wilden Schubsi noch. Ein wilder Schubsi noch. Komm, und. Oh nein, nein. Alter. Voll den Kopf weggesammelt. Was hast du gemacht? Kevin. So, 1.57 Uhr. Schaffen wir es vor 4 Uhr? Wäre schon cool. Brauche ich mal eine gescheitere MP? Schöne 6er MP wäre geil. Würde ich feiern. Spuccarino. Wo sind die Spuccarinos? Also das wundert mich jetzt ein bisschen. Kommen die noch, oder? Das habe ich gerade gehört, oder? Kommen Army-Typen. Aber noch kein Kopf dabei. Sehr komisch. Hier läuft der Zäun noch. Zäun. Hier zäuft der Leun noch. Okay, jetzt kommen sie alle von da. Der Zaun läuft noch hier. Ja. Sehr gut. Die gehen natürlich immer den kürzesten Weg, ne? Den schlauesten, wenn sie einfach alle da lang laufen würden? Nee. Die müssen natürlich den kürzesten gehen. Huch. Da war er doch. So. Da war er doch. Wo ist er? Hier ist er. Captain Schwabbel. Ich habe mich schon vermisst.
Dich hab ich schon vermisst. Hat so gebuckelt, weil er gerade gespuckt hat, ne? Diese Zäune, ne? Das sind die Hölle. Hallo? 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 Hier kleine Hause. Oh, da unten ist kaputt. Aber da komme ich nicht. Was? Schon geh doch einfach außen rum, du. Ne, da komme ich nicht hin, ne? Da muss ich aufpassen, der spuckt dir ja gerne runter, ne? Der kleine Drecksack. Die kleine Drecksackblase. Sag ich doch, ne? Hab ich nicht gerade geschafft. Kleines, fettes Etwas. So, jetzt wird's nochmal interessant. Ich hab einen Schwabbel. Bleibt, wo ihr seid. Du bist auch schon wieder kaputt. Warte. Wo ist er? Hat sie erledigt. Das ist aber die Hackschnelle. Sehr gut. Oder hoch. Hier müssen wir wieder aufpassen, da könnte man rein theoretisch auch was Größeres hinmachen. Zäune laufen eigentlich noch, ne? Hi! Sag mal, könntest du hier aufhören? Alle, yep. Alter. Sauber. Sehr, sehr schön. In den Schritt. Von da unten kommen sie hoch. So, könnt ihr jetzt mal aufhören? Ist die zerbeutelt, ey. Finde ich auch so geil. So, was haben wir hier? Hallo. Müsste ich auch noch so einen Steg nach oben machen, ne? Die zu doof seid. Da ist noch ein Kopf, sehr gut. Guck mir das so böse an, verstehe ich gerade warum. Cable Guy. Red Sonja. Nennen sie jetzt einfach alle um. Das ist hier Al von hör mal, wer der hämmert. Heiland Seville. 3.22 Uhr. Und es hört nicht auf. Nochmal zwei. Respekt. Hier schon wieder. Der kann es aber auch nicht sein lassen, ne? Die Ecke hier.
Muss ich vielleicht noch entweder noch was davor machen? Oder noch einen Weg nach oben? Muss ich überlegen, was ich mache. Bab! Einfach Kopf weggebrezelt mit der MP. Ja, also hier in der Ecke ist irgendwie was, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum die da drauf gehen, weiß ich nicht. Schieße ich nur auf dich, Schubsi, ne? Oh, Junge, was ist denn hier? Wie lange geht denn das noch? Oh, mein Bein! Oh, mein Bein! Mein Bein! Die Horde geht fast eine halbe Stunde. Was ist denn hier los, ey? Geht ja richtig ab jetzt. Wie war auf die nächste Alter Schwede. Bin hier mal auf die nächste gespannt. Ja, bitte einmal da lang, genau, hier hoch, genau, und jetzt hier rüber, richtig, sehr gut, danke. Finde ich genauso, einmal hier rüber, zum Herrn Krause, sehr gut, jawohl, genau, jawohl. Du sollst hochkommen, habe ich gesagt. Wahnsinn. Was bist denn du, ey? Ey, wir haben gleich 4 Uhr und es hört immer noch nicht auf. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Komm, ihn lassen wir noch. Das ist vielleicht der letzte. Bist du der Letzte? Nee, immer noch nicht. So, komm, Jungs und Mädels. Guck gleich mal noch eine Aufwertung. Sehr gut. Ausschalten. Was haben wir hier im Angebot? Ein paar Pfeile. So, hier müssen wir auf jeden Fall. Das waren immer noch nicht alle. Wahnsinn. Wie fast ein bisschen krass, ey. So. Zack. Dich ein bisschen. Ist immer noch nicht fertig, ne? So, ich hab das doch gerade repariert. Das war's. Das war's, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, du mein leck's mich doch nicht, Alter. Ach. So, was haben wir hier? Geschwindigkeit im Kampf im Feuer. Blablabla. Sehr gut. Okay, also wir haben jetzt echt eine halbe Stunde fast gebraucht für die Horde. Also da geht ordentlich was, ey. Leck mich fett. Leck mich fett. Also die Horde war schon... Also, die war jetzt nicht schlimm, die war einfach nur lang. War einfach nur länger jetzt. Aber, okay. Warum nicht? Warum nicht? Wie gesagt, nächstes Mal bauen wir uns ein paar Geschütze. Dann wird das Ganze noch ein bisschen schöner. Muss erstmal ausmüllen. Erstmal rausmüllen. Ja, war doch gut kalt, aber das habe ich, glaube ich, echt mit der Schrotze weggeballert, ne? Ich glaube, da war ich wirklich... Das habe ich mit der Schrotze weggemacht. Pass mal auf.
Ich nehme jetzt echt die mal. Einfach nur, weil ich sie hab. Essen können wir noch was hier lassen. Messing natürlich nicht. Kommt der denn jetzt auf einmal her? Ich hab's doch gerade repariert. Was ist los mit dir, ey? Meine Güte, ey. Wenn man es nicht verstehen will. Das ist eine Frechheit, ey. Verändern. Ey, wenn wir da sowas finden, was ist das? Feuer-Brennstoff-Sparmod. Siehst du, können wir noch wegen Sprit sparen. Sehr gut. Feier ich. Sehr schön. So. Wir nehmen dich mit. Ne, wir lassen dich da. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Du bleibst wieder hier. Und da müssen wir noch was hier lassen, sehe ich gerade. Einen Haufen Zeug. Aua, aua, aua. Hab mir wehgetan. So. Du bleibst da. Du und du. Dafür. Geht ihr zwei wieder mit. Du und du. Müsst ins Moped. Du auch. Der Rest kann rein theoretisch. Den Honig nehme ich auch mit. Der Rest kann hier bleiben. Der Rest kann erstmal hier bleiben. Dann, wie gesagt, du kommst ins Auto, du. Dann kommst du und du na die Karre und du. Du bist gescrapped, du kommst auch rein. Scheiß Zange. Hab ich jetzt vergessen. Super. Kacke. Ja, egal. Du bist da verkauft. Du auch. Na, du nicht, komm. Aber du bist verkauft. Du nicht. Ich hätte erstmal alles ins Moped schmeißen können, aber ja, so viel ist es vielleicht auch gar nicht mehr. Motorteile, sehr gut. Motorwerkzeugteile, noch ein Buch fürs Auto. Noch ein Buch fürs Auto. Müll? Ja, war doch okay. Also doch, die Spikes waren wieder eine super Hilfe. Die haben wieder ordentlich was gebremst. Das war auch wieder sehr nice. Ne, passt doch. Passt doch, müssen wir wieder alles reparieren und aufwerten. Natürlich wie jedes Mal, aber das machen wir jetzt heute nicht. Aber ansonsten war das doch wieder ein gelungenes, gemütliches Hörtchen. Ne, war gut. War gut, hat echt gut gepasst. War echt super. War echt nicht schlecht. Du kommst auch hier rein. Du bist auch verkauft. Du bist auch verkauft. Und der Rest kommt heim. Nö, passt. Läuft. Einwandfrei. So, ich fahre nach Hause. Müll das ganze Gelump raus. Ich würde sagen. Kommen die zwölf Stunden her? Ich würde sagen, pass auf, ich müll mich hier aus, ich mache mich soweit fertig. Und dann bewaffnen wir uns mit ordentlich Munition und Heilung. Und dann machen wir die Fünfer-Quest, die versprochene. Direkt nach der Horde machen wir die Fünfer-Quest. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge vor dem Haus. Und schauen wir mal, wie schnell wir auf die Fresse kriegen und sterben werden.
Das hört sich nur nach einem Plan an, ne? Das hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Ich werde jetzt auch... Da drüben ist alles leer. Den Gebietsschutzblock wegmachen. Bei uns draufsetzen. Sodass wir... ja, auch bei uns geschützt sind. Da drüben ist alles raus. Ich gebe die Hütte auf. Hiermit offiziell. Und ja. Bisschen tut's weh, aber andererseits, unsere Hütte ist auch ganz schön. Dann passt es. Gut, dann danke euch herzlich, dass ihr mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Tschüss.